Hallo liebe Fans, herzlich willkommen bei HCE TV. Ich bin Milena und melde mich nach langer Abwesenheit mal wieder zurück mit einem Ausschnitt der Pressekonferenz zum Spiel gegen Wetzlar am Samstag. Wetzlar kommt und über die Woche, ich finde die Woche war sehr konzentriert, noch konzentrierter als sonst. Wir oder die Mannschaft war bestimmt selber ein bisschen enttäuscht von letztes Spiel. Dass das nicht so richtig geklappt hat, was wir uns vorgestellt haben. So vom Training ist das sehr gut gelaufen. Ich finde, wir sind sehr gut vorbereitet auf Wetzlar. Aber das Allerwichtigste, wie immer, ist auf uns selber. Und da wissen wir, was wir machen müssen, um eine Chance zu haben. Ich finde, wir haben eine gute Chance gegen Wetzlar zu Hause. Aber wir müssen selber ein bisschen aggressiver in Abwehr spielen mit Körperkontakt, wieder da zurückzukommen. Das ist unsere Stärke. Wir müssen Torchancen reinmachen und so kleine Sachen wie Überzahl und so weiter konzentrierter zu machen. Dann haben wir eine gute Möglichkeit zu gewinnen. Darauf vorbereiten wir auch uns. Und natürlich über Wetzlar ist auch eine gute Mannschaft. Die haben ein paar gute Spieler, vor allem Weber, Kohlbach. Am Kreis ist sehr, sehr stark. Die beiden haben auch eine gute Zusammenarbeit, muss man in den Griff kriegen. Die haben schnelle Außen, auch gute Außen. Also im Angriff muss man aufpassen. Aber wir wissen, was auf uns zukommt und sind darauf vorbereitet. Aber wir müssen selber ein bisschen bessere Leistung machen und dann haben wir gute Möglichkeiten. Bei mir jetzt Ole Ramel. Ole, das Spiel am Wochenende war ja eine sehr bittere und knappe Niederlage. Wie ist es noch in euren Gedächtnissen? Naja, also wir haben natürlich da sehr unglücklich verloren, sozusagen mit der Schlusssekunde. Und das dann am Anfang der Woche analysiert, die Fehler besprochen und das, was wir besser machen können. Und dann hakt man sowas relativ schnell auch wieder ab und konzentriert sich auf die neue Aufgabe. Du bist ja sehr gut in die Saison gestartet. Momentan bist du Platz 2 der Torschützenliste vor der ganzen Liga. Freut dich das persönlich oder was bedeutet dir das? In erster Linie macht einen sowas stolz und dann ist es natürlich schön, da zu stehen. Aber ich weiß auch, wem ich das zu verdanken habe. Und ohne eine funktionierende Abwehr mit einem Torhüter werfe ich sicherlich auch nicht so viele Gegenstoßtore. Von daher ist es ganz klar auf die Mannschaft verteilt und wenn andere Spieler da dann auf dieser Position spielen würden, würden sie die Tore genauso werfen. Und von daher kann man das schon immer ein bisschen einschätzen. Und ihr habt jetzt diese Woche wieder sehr hart und intensiv trainiert. Wie siehst du die Form der Mannschaft? Ja, also wir haben sehr fokussiert gearbeitet, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir das letzte Spiel verloren haben. Ist einfach nochmal so ein bisschen jetzt im Training auch eine Trotzreaktion zu sehen gewesen und wir haben deutlich intensiver, aggressiver trainiert, was sicherlich auch gut war, dass es 2 Tage nach dem Spiel eine kleine Pause gab für uns, wo wir ein bisschen Kopf frei kriegen konnten und ein bisschen Abstand vom Handball. Jetzt, wie gesagt, sehr intensiv trainiert und auch gut vorbereitet und ich denke, dass wir jetzt wieder mit voller Kraft dann am Samstag und gutem Selbstbewusstsein gegen Wetzlar antreten können. Du sagst gutes Selbstbewusstsein. Also was genau muss denn passieren, dass ihr die 2 Punkte in der Arena behalten könnt? Wenn man jetzt nur auf das Spiel vom letzten Wochenende gucken würde, dann müsste man deutlich effektiver werden und vielleicht in der Abwehr aggressiver. Auf die bisherige Saison zurückgeblickt, denke ich, haben wir uns zu Hause immer sehr gut präsentiert und wollen da weiter anknüpfen. Das klingt doch gut. Das war's mit HCE TV. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Eure Milena.